Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich möchte hier im Voraus ein Danke sagen für all diejenigen, die auch in ihren Kommentaren zeigen, dass sie mich unterstützen mit den Gebeten, mit ihren Gebeten. Und es ist für mich auch dadurch eine Bestätigung, dass es auch die Wille Gottes ist, dass ich das weitermache und dass ich generell das mache. Und ich bin froh, dass das Wort Gottes auch euch, auch mich ermuntert, ermahnt, erquickt, erbaut, richtet. Und ich danke auch, wenn wir auch nicht ganz einer Meinung sind, dass wir dennoch es friedlich besprechen können. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn jemand ganz drastisch ausharrt bis zum bitteren Ende. Wenn ich sehe, dass jemand anderer Meinung ist, dann ist für mich der Fall abgeschlossen. Ich kann dir meine Meinung sagen, du kannst dir deine Meinung sagen und dann nehmen wir das zur Kenntnis und schütteln mir die Hände und gehen wir in Frieden weiter miteinander. Und das finde ich auch gut so. Was eigentlich nicht darf, es darf nicht, dass es in den Evangelium des Leibes Christus Meinungsverschiedenheiten sind. Weil das Evangelium muss so verstanden werden, wie es geschrieben ist. Das darf man nicht verdrehen. Aber wenn ich eine Prophezie aus dem Alten Testament oder die Offenbarung anders verstehe, mag sein, kann sein, aber ich erzwinge auch niemand, dann danach zu leben, wenn es meine eigene Einsicht ist, dann soll es für mein Leben wichtig sein. Ich kann natürlich auch Zeugnis darüber geben, aber ich denke, ich soll respektieren den Glaubensrichtung des anderen. Aber wichtig ist, dass dieses Glaubensrichtung mit der Lehre Paulus auch übereinstimmt. Wenn das nicht ist, dann gibt es ein Problem. Ein Problem für dich, für mich und für jeden, der das verdreht und anders lehrt. Ich denke, das Alte Testament ist für uns eine Lehre, und wir können viele Parallele ziehen zu den heutigen Zeit, zu uns selbst. Wir können viele Parallele ziehen und wir können lernen, was heißt eigentlich, mit Gott in Demut zu wandeln. Wir haben lebendige Beispiele vor uns in dem Alten Testament, wo wir genau sehen, dass Gott alles tut, um den Menschen zu helfen, um sein Leben zu retten. Und leider ist es so, dass oft der Mensch tut alles, um diesen lebendigen, ewigen Gott zum Zorn erzwingen und zur Vernichtung seines Wesens, also des Menschen, meine ich. Gott gibt dir eine klare Anweisung, geh und mach das. Und oft ist es so, dass wir denken, wir wissen es besser und tun anders. Aber dann sagen wir, warum ist Gott so ungerecht, warum lässt Gott das zu? Gott lässt nichts zu,
Böses oder Schlimmes, kein Unheil, wenn ich in Demut mit ihm wandle. Das heißt, wenn ich achte auf seinen Wort und mische es nicht mit meiner Weisheit, mit meiner Eingebung und tue es so, wie er es befohlen hat. Auch wenn ich mal unterwegs mal schwach wird und hinfalle und nicht weitergehen kann, für den Augenblick, das macht Gott nicht zornig. Umso mehr wird mir Kraft geben, wieder aufzustehen und weitergehen, bis zum Ziel. Aber das verstehen leider viele nicht. Ich habe auch viel gebraucht, es zu verstehen. Gott hat mich auch durch viele Tiefen bringen müssen, um es zu verstehen, wie wichtig es ist, auf sein Wort zu achten. Und ich weiß genau, dass ich die Perfektion nicht erreicht habe, solange ich noch in diesem Leib der Sünde lebe, werden Schwachheiten und es werden Situationen kommen, wo ich hinfalle und ich sage, ich kann nicht weiter, ich gehe nicht weiter. Aber dann schickt so wie der Elia, der steht da mit den Baal Anbeter und er erlebt einen Sieg Gottes vor den ganzen Baal-Anbeter. Ja. Die Baal-Anbeter, die machen die Wette mit Elia, zeig uns, wer dein Gott ist. Die schnitzen sich, sie tanzen, sie schlagen sich, sie machen, die schreien und schreien und schreien und es passiert nichts. Und da baut Elia diesen Altar. Und die schütten Wasser und er sagt, bringt noch mehr Wasser, also noch mehr Wasser. Und die schütten Wasser. Das kann da nicht brennen. Das Opfer ist nass, Wasser ist drauf, es kann nichts passieren. Und auf einmal betet Elia. Und auf einmal kommt Gottes Wesen durch Feuer und verbrennt bis zum letzten Steinchen alles weg. Ein Sieg war am Höhepunkt mit seinem Gott. Und dann kam diese Isabel und hat ihn zum Tode gesucht. Und Elia fällt in Depression. Und er will nicht weiterleben. Er geht raus und setzt sich irgendwo hin und er will sterben. Aber dann kommt Gott und schickt Vögel mit Essen, schickt seinen Engel. Und er geht, um Gott selbst zu begegnen. Und wir wissen, als er da hier in dieser Hölle ist, da kommt ein großes Erdbeben und Gott ist nicht drin. Dann kommt das Feuer und Gott ist nicht drin. Da kommt das große Wind und Gott ist nicht drin. Und als Gott kam, wird er mit leiser Stimme ihn angesprochen, Elia. Und diese leise Stimme kennen wir auch aus der Evangelien, wo Jesus selber sagt, mit leiser Stimme spricht der Geist in uns, aber mit lauter Stimme rufen wir das aus. Der Geist Gottes, das Wesen Gottes ist leise. Aber wenn er ins Gericht, mit Gericht kommt, dann werden ihn alle
hören. Ich wollte heute über Israel, über Juden sprechen und ein bisschen Parallele ziehen, dass wir merken auch, wo wir unsere Fehler machen. Natürlich, die ganze Geschichte Israels kann ich nicht nachlesen, da könnt ihr es selber in der Moses-Bücher nachlesen. Ich werde mal manche Ereignisse hochbringen. Und nachlesen müsst ihr dann selbst. Und über diese Sachen müsst ihr auch selbst nachdenken. Und ihr könnt euch und ich kann mich auch prüfen nach diesen Ereignissen, wo stehe ich auch selbst. Es ist so, dass Abraham war der Vater, ist der Vater der Juden und auch der Gemeinde. Es wird sehr viel gesprochen. Er hat das als Verheißung gekriegt. Und wir leben in dieser Verheißung des Glaubens. Durch den Glauben leben wir heute. Und wir wissen, dass Isaac und Jakob dieselbe Verheißungen erhalten, weil sie sind die Väter des Judentums. Und wir wissen, dass Jakob hatte den kleinen Sohn, den zweitkleinen Sohn, den Josef, der den Traum hatte. Keiner glaubte ihn, das wurde verkauft nach Ägypten und in Ägypten tut Gott aus ihm den mächtigsten Mann der Welt, der ägyptische Welt auch. Und nicht nur, sondern ringsum. Und er ist derjenige, der dann sein Vater und Jakob und seine Brüder dann holt, ihnen auch vergibt. Und Israel kriegt dann von in Ägypten das beste Weideland und die bleiben da wohnhaft. Das war schon das erste Fehler, weil wir wissen auch, dass Abraham diesen Land versprochen kriegt. Und dass dieses Land niemand anders gehören kann und darf, nur eigentlich den Juden. Deswegen ist es heute auch verständlich, dass die Araber und alle wollen Israel vernichten, aber keiner denkt dran, dass Gott schützt dieses Land. Es ist das versprochene Land und das wird niemand wegnehmen können, weil es gehört den Juden. Und auch wenn die Juden wegen der Ungehorsamkeit willen und aus Gnade für uns, die in Gnadezeit jetzt leben, wurden sie verbannt und verdammt, wissen wir, dass Gott sie wieder zum Volk macht. Und wir wissen, dass er wird dann am Ende der Tagzeit über sie herrschen. Die Juden haben diese Verheißung nicht ernst genommen. Deswegen ist auch die Prophezeiung an Jakob, dass die 400 Jahre in Gefangenschaft bleiben in Ägypten. Und es waren genau 400 Jahre, wo Moses dann geschickt wurde zum Pharao, um Israel zu befreien. Wir sehen auch, dass Israel in Knechtschaft gelebt hat. Am Anfang nicht, aber so wie die Zeit verging,
Und der eine Pharao starb, der Josef nicht mehr kannte, Josef starb auch. Dann fing an die Verknechtung Israels. Und diese Knechtschaft wurde immer schlimmer, weil Israel sich vermehrt hat und auch unter den Segen Gottes waren, auch wenn sie in Knechtschaft waren. Und meine Lieben, wir sind nicht mehr unter Knechtschaft in dem Sinne, aber die Knechtschaft des Fleisches, der Sünde, ist da. Er kann zwar über uns nicht mehr herrschen, aber es ist da. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen müssen wir immer wachsam bleiben. Weil dieser Schweinehund, wie ich glaube Wilhelm Busch gesagt hat, der lebt. Du kannst ihn nicht ersaufen, du kannst nichts machen, weil er kann schwimmen, sagt Wilhelm Busch, ja. Und er hat recht. Ich glaube, Wilhelm Busch hat das gesagt. Wenn nicht, korrigiert ihr mich in den Kommentaren. Die waren in Knechtschaft und Gott, wie er verheißen hat, genau 400 Jahre, schickt er Moses zum Pharao und sagt, es soll rausgehen. Und wir wissen, es sind 10 Plagen, die Moses da durchführt, durch den Willen und Wort Gottes und die Macht Gottes, das steht dahinter. Es sind 10 Plagen, und bei jeder Plage, also die ersten 9 Plage, verhärtet sich das Herz des Pharaos und lässt die Juden nicht gehen. Wir sehen auch, dass hier auch der Jannes und Jambres eine große Rolle spielt. Die sind Zauberer, die mit dämonischen Werken zu tun haben. Und die können auch dieselbe Zeichen großteils machen, was Gott Moses anbietet. Also erst die Schlange rausschmeißt, schmeißen sie ihre Stöcke auch, die wird's auch zur Schlange. Nur das Unterschied war immer, dass die Schlange, was aus dem Stab Mose kam, hat die 2 Schlangen von Jannes und Jambres verschlungen. Und auch wenn die Frösche oder andere Plagen gebracht haben, Gott konnte sie entfernen, aber Jannes und Jambres nicht. Und ich möchte jetzt nicht in diese Kleinigkeiten eingehen, aber eins möchte ich hier noch sagen. Es sind viele Irrlehrer. Die dämonische Mächte haben auch Kraft, Wunder zu tun. Und es bitte euch, unterschätzt diese Macht nicht. Diese Mächte stehen über die Mächte und Weisheit des Menschen. Und da ist geboten, Vorsicht zu genießen. Alleine Jesus Christus kann uns befreien von diesen Mächten. Alleine Gott kann Freiheit schenken durch den Sohn Jesus Christus. Aber eins sollen wir nie vergessen: Wenn wir einmal gebunden waren, wird das dämonische Macht
immer Anspruch an meinen Leib haben. Immer. Solange wir hier auf der Erde leben. Das ist kein Spaß, sondern das ist ernst zu nehmen. Und das Anspruch, was er hat, je nachdem, wenn ich jetzt in meiner Vergangenheit mit Esoterik oder okkulte Sachen mich beschäftigt habe, werden in der Zeit des Christseins die Anfechtungen auch größer, tiefer, mächtiger. Weil der Teufel gibt nicht gern ab das, was ihm gehört. Er möchte dann auch dich vollkommen in seiner Anbetung und als Sklave haben. Aber wir haben diese Verheißung, dass er kann uns nicht schaden. Wir wissen, dass Moses kommt und will befreien. Er macht seine neuen Zeichen hier. Und während diesen lesen wir auch, dass weil Mose sie befreien wollte, der Pharao tut die noch mehr Last über die Juden bringen. Die Ägypter werden grober, unmenschlicher, gnadenloser, kurz vor der Befreiung. Und das erleben wir auch in 2. Thessaloniker, 2. Timotheus 3, schreibt Paulus in der letzten Zeit hin, wie gnadenlos wird der Mensch in der Welt sein, wie lieblos. Und aus diesen sind viele, was auch Christen gern ausüben werden, sogenannte Christen. Der Drache in Offenbarung 12 steht da, kurz vor der Befreiung, also da, wo das Sohn entbunden wird, dass er diesen Sohn auffrisst, aufschlingt. Aber Gott tut ihn entrücken vor dem Drachen. Möge jeder denken an dieses Bild, wie er will. Ich bin überzeugt, dass das die Gemeinde des Leib Christi sein wird und ist. Worum geht mir eigentlich sehr in dieser Geschichte? Es ist so, dass die 9 Plagen haben nicht gewirkt, weil Pharao sein Herz verhärtet hat, und wir müssen da auch noch zugeben, Gott hat hier mitgeholfen. Weil es steht oft, der Herr hat ihm das Herz verhärtet. Ja. Da sagt in Kapitel 10 zum Beispiel, danach sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz und sein Herz seinen Hofbeamten verstockt. Ja. Weil er sich dadurch auch verherrlicht. Er zeigt seine Macht und nicht den Ägypter, sondern er will seine Macht seinem Volk, den er befreien möchte, auch zeigen. Und als die 10. Plage vorbereitet wird, verkündigt wird, dann gibt hier auch gewisse Richtlinien, was Gott sagt, was die Juden zu tun haben. Und es ist auch von der Zeit bestimmt, wann, wie, was soll geschehen. Dafür lest mal den Kapitel 12, also 2. Mose Kapitel 12. Aber ich lese hier jetzt nur ab Vers 11 so,
Aber sollt ihr es essen, eure Lender gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in der Hand. Und ihr sollt es essen in Eile, ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Land Ägypten erschlagen, von Menschen bis zum Vieh. Auch an alle Götter Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häuser werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. An diesem Tag sollt ihr euch erinnern, eine Erinnerung, also dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Satzung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Es ist gesagt worden, dass sie eine fehlerfreie Schaf oder Ziege schlachten müssen, bevor die 10. Plage einkommt. Und die müssen das essen und nicht irgendwie, sondern die müssen angezogen sein, fertig, bereit zum Gehen. Und sie müssen es in Eile essen. Aber es muss noch was passieren. Von diesem Blut müssen sie an ihren Türpfosten ranbringen. Wenn sie das nicht machen, dann haben sie ein Problem. Wenn der Engel Gottes kommt und sieht das Blut nicht, dann geht im Haus und tötet das Erstgeborene. Und meine Lieben, das Erstgeborene war und ist auch heute bei dem Arabischen und Jüdischen und immer der Wichtigste, weil der tut weiterleiten den väterlichen Faden. Und damals war es, der Erstgeborene war immer wichtig. Sehr wichtig. Bei uns Heiden lieben wir auch alle Kinder, wenn wir überhaupt lieben. Manche heute lieben überhaupt nicht ihre Kinder. Leider. Aber für uns sind alle gleich, ob der Erstgeborene oder Letztgeborene. Aber damals war es wichtig. Der Erstgeborene war immer der, der dann auch zu sagen hatte. Er war derjenige, die die Linie weiter getragen hat, den Namen des Vaters und alles Mögliche, er hat das weiter getragen. Und hier ist geschrieben, sie sollen umgürtet sein mit dem Stab in der Hand, sie sollen in Eile essen, eure Schuhe an eure Füße. Paulus sagt auch in Thessaloniker, als er sagt auch von der, er spricht von der Entrückung. Er spricht auch mit diesen Worten, ermuntert euch gegenseitig. Er sagt uns auch ganz deutlich, wir sollen jede Zeit bereit sein zu gehen. Ich soll so leben heute, als ob das letzte Tag sein könnte. Ich soll mit den Glaubensrüstung angezogen sein, bereit für jeden Augenblick den Herrn entgegenzusehen.
Und hier müssten die das Lamm, das Fleisch essen. Zur Erinnerung für die ganze Generationen, weil Gott sie befreit hat. Und meine Lieben, es gibt eine Parallele dann auch in der Gnadezeit, wenn wir denken an das Abendmahl. Das Abendmahl sollen wir, wenn es geht, täglich oder öfter machen, um uns zu erinnern auf die Befreiung, was Jesus Christus vollendet hat für mich und dich. Wo ich esse und trinke sein Blut zur Erinnerung, dass er gestorben ist, und gleichzeitig erinnert mich das, dass ich mit ihm gestorben bin. Und hier sagt im zweiten Buch Mose Gott: Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorbeigehen. Dann wird das Gericht nicht über ihn kommen. In der Gnadezeit ist es ein bisschen anders. Wir sind durch den Geist Gottes versiegelt. Und diejenigen, die versiegelt sind, sind Schafe Gottes. Und Jesus Christus ist der große Bruder, der Erstgeborene, ist der Hirte, ist das Wort, an dem wir hängen. Und Jesus selbst sagt: Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen meine Stimme. Nicht nur hören meine Stimme, sondern sie kennen sie auch. Und es jeder, der dieses Siegel in sich trägt, ist ein Kind Gottes. Der nicht verloren gehen kann, weil der gute Hirte hat gesagt: Wenn der Vater zu mir zieht, für den wird er sich selbst sorgen. Jesus Christus hat Acht auf seine Schafe. Und wenn einer verloren geht, geht er ihm nachzusuchen. Und solange er es noch nicht gefunden hat, gibt er nicht auf. Das gebe ich auch als Trost weiter. In der Trübsalzeit wird Gott die Erwählten, die das Zeugnis Jesus haben, versiegeln. Da wird auch über eine Versiegelung sein. Nicht nur Gott versiegelt die Seinen, sondern der Teufel versiegelt seine auch. Wer den Mahlzeichen annehmen wird, der wird auch das Gericht Gottes gegen sich haben. Und hier sagt Gott: Ihr sollt nicht nur essen, ihr sollt das Blut an das Pfosten des Türs machen. Und wenn ich das sehe, kommt über euch kein Gericht. In Vers 23 sagt: Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an die Tür vorübergehen und wird den Verderbern nicht erlauben, in euren Häuser zu kommen. Wir sehen,
Am Anfang sagt Gott, ich werde kommen. Und hier sehen, es kommt jemand als Verderber, den Gott aber nicht erlaubt, dir Schaden zu machen. Und natürlich, wenn wir am Anfang lesen und bis nicht zu Ende, dann werden wir das auch nicht verstehen, dann werden wir sagen, Gott selbst kommt und verdirbt. Nein. So wird es auch mit den vier Reiter in der Offenbarung sein. Das sind von Gott aus losgeschickte Reiter. Drei davon mit Plagen. Bei dem einer sagt, es ist der Antichrist, ich meine es nicht, aber das belassen wir dabei. Und hier ist es wichtig, es ist genau gesagt, wo genau muss das Blut sein. Oberschwelle und an den Türpfosten. Also das heißt, es langt nicht nur an einer Türpfoste oder an der Oberschwelle, es muss an der Oberschwelle und an der Türpfosten sein. Wir lesen hier nicht, dass der Engel, als der kam, reinschauen musste, ob da jemand nicht vielleicht geschummelt hat. Es könnte ein Ägypter drin wohnen. Das ist an der Oberschwelle des Blut, an den zwei Türpfosten, aber vielleicht ist ein Ägypter drin. Und Gott hat geschickt, den Ägypter zu schlagen. Vielleicht wohnt denn kein Jude drin. Gott wollte die Juden eigentlich begünstigen. Nein. Ich weiß nicht, es kann sein, ich kann mir vorstellen, dass es waren Juden, die sehr gute Freunde hatten, die Ägypter waren. Und dass vielleicht die das auch gemacht haben, weil sie ernst genommen haben, Gottes Wort, weiß ich nicht. Ich möchte hier nicht spekulieren. Aber was ich sagen wollte, Gott hat nicht geguckt, wer drin wohnt. Als dieser Verderber kam, schaute nur auf das Zeichen. Ist das Zeichen da, dann ging er nicht rein. Bist du eigentlich versiegelt von dem Geist Gottes? Aber woher soll ich das wissen, ob ich versiegelt bin oder nicht? Schaut mal hier. Gott sagt, mach das. Und du bist errettet. Also wenn du Gottes Wort glaubst, wenn du den Evangelium Paulus glaubst, wenn du die Aussagen Jesus Christus ernst nimmst und glaubst dran, Gott lügt dich nicht an. Wenn ich anfange zu sagen, ich weiß nicht, ob ich ein Kind Gottes bin, es kommen Gedanken, natürlich kommen Gedanken, weil der Teufel will dieses Samen, das Wort, was gesagt wurde, dir wegnehmen. Der Teufel wird das Eingesetzte, das ausgesprochene Wort aus Gottes Mund dir wegnehmen, dass du nicht dran glaubst. Und Gott hat gesprochen und die Juden haben es getan. Und diejenigen, die es nicht getan haben, die haben das Unheil erleben müssen. Und ich bin überzeugt, wenn ein Ägypter das auch gemacht hat, vorsichtshalber, hat er morgens seine Erstgeborene lebendig getroffen.
Er hat seinen Vieh in seinen Garten lebendig getroffen. Weil Gott hat nicht geguckt, ob der Jude ist oder Ägypter oder Palästinenser oder was auch immer. Hatte er den Siegel, gehörte er zum Schutz Gottes, weil sein Wort hat gesagt, wenn du das machst, wirst du errettet werden. Ja, als das passierte, kamen Israel aus Ägypten raus durch das Meer. Wir gehen durch die Taufe in Christus Jesus als Gemeinde, als Leib Christi. Die gehen durch das Meer. Und wisst ihr, meine Lieben, Israel war selber schuldig, dass sie in der verheißenen Land nicht so schnell angekommen sind. Und lasst uns kurz betrachten und drüber sprechen, warum. Erinnert uns an den Fall, wo sie nichts zu essen hatten. Was tun die Juden als Erste? Die beschuldigen. Du hast uns rausgebracht, dass wir hier verhungern. Es war doch viel besser in der Welt. Es war viel besser in Ägypten. Wären wir da geblieben, hätten wir wenigstens zu essen. Natürlich, wir waren verknechtet. Wir hatten ein Hundeleben. Das ist ganz schlimm. Aber wenigstens hatten wir was zu essen. Und meine Lieben, vergisst es nicht. Die haben die 10 Plagen erlebt. Und gesehen, was Gott gerichtet hat. Die haben gesehen, wie das Meer vor ihren Augen in zwei geht. Und dann haben sie nicht so viel Vernunft gehabt, um zu sagen, Gott, wir verhungern hier. Gib uns was zum Essen. In Demut, nicht in Angriff. Und deswegen sind viele Christen heute krank. Wir sehen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir merken und erleben diese Erstgeburt, wenn Gott uns durchströmt mit seiner Macht und Liebe. Und dann kommen die Sorgen, da kommen die Probleme. Und wir sagen, wir wären besser in der Welt geblieben. Warum hast du uns da hier rausgebracht? Christheit ist doch gar nichts. Und Gott freut sich dann. Das Basis, das Miteinander mit Gott ist Vertrauen, ist Hoffen, ist Glauben. Egal, was auf mich zukommt. Dann gehen die weiter und Gott sagt Mose, komm auf den Berg, ich will dir die Gebote und die Richtlinien für das Volk geben. Und das Volk bleibt alleine. Meine Lieben, es geschieht auch im Leben des Christseins, dass Gott schweigt, mich alleine lässt, weil er mir was Wunderbares vorbereiten möchte. Er möchte seine Gebote kundtun. Er möchte mich wissend machen. Er möchte mich noch stärker machen. Und als Mose ein paar Tage nicht da war, haben die angefangen zu sagen,
lasst uns einen Götzen bauen und den anbeten. Moses ist nicht mehr da, der kommt nicht wieder. Ein Volk, das wiederum, muss ich sagen, so viel große und mächtige Zeichen erlebt haben. Sie haben dieses Unnatürliche, das Meer in zwei. Überlegt euch mal. Das Meer entzweit sich und ich gehe zwischendurch auf Trockene. Und ich sehe die Wände des Wassers. Und die können mir nichts antun, bis ich nicht drüber bin. Ich erlebe durch die Taufe die Erneuerung. Ich erlebe die Nähe Gottes, das Wunder Gottes, was er in mir vollbringt. Und wenn Gott sich eine Weile von mich zurückzieht, dann baue ich mir oft eigene Götzen. Dann gehe ich oft meine eigenen Wege und sage, Gott hört mir nicht zu. In Stille zu sein, ist sehr schwierig. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, in Stille zu auszuharren, weil immer wenn Stille ist, Gott will uns was Gewaltiges sagen oder mit uns was Gewaltiges machen. Wer an meine Worte anstoßt oder zweifelt, sagt Jesus Christus, ist nicht gut. Lasst uns wirklich prüfen, uns selbst uns prüfen. Was bringt mich von Gottes Wesen ab? Was bringt mich von meinem Glauben ab? Ist es meine Frau? Sind es meine Kinder? Ist es meine Arbeit? Ist es PC, das Computerspiele? Sind es Sorgen, dass ich sage, ich habe jetzt nichts zu essen, keiner liebt mich, der Vermieter schmeißt mich morgen raus, ich komme auf die Straße, ich weiß nicht mehr weiter. Was ist das, was mich trennen könnte von seiner Verheißung? Wer Gottes Wort nicht ernst nimmt, der wird das Siegel nicht auf die Tür machen. Und der Engel wird reinkommen und dich töten. Und Gott will das verhindern. Und deswegen sagt Paulus auch und Jesus Christus auch, das Glauben, etwas nicht sehen und dennoch glauben und annehmen und leben, da kann ich selig werden. Das ist meine Errettung und das muss ich ernst nehmen. Ich muss es ernst nehmen. Wir wissen, dass vor der Entrückung und auch in der 70. Jahrwoche der Juden das große Abfall kommt, Abfall von Glauben. Abfall von der wahren Lehre, Reinfall in die Irrlehre. Da wird die Unterdrückung und die Boshaftigkeit
die Unversöhnlichkeit sogar in der christlichen Reihen. Unversöhnlichkeit. Und auch die Zeichen der Befreiung. Die Christen, die Jesus Christus angehören, die den Siegel des Geistes in sich haben, die werden erkennen die Zeichen der Zeit vor der Entrückung. Erkennst du sie? Wenn du sie nicht erkannt hast, dann kann es sein, und ich bin überzeugt darüber, dass du nicht dabei sein wirst. Weil nur wer zu ihm gehört, wird auch mitgehen. Und deswegen rate ich dir, geh in Knie, bete. Gott erhört gerne Gebete, alle Gebete. Bete ehrlich zu ihm und lass dein Hirn ausgeschaltet. Schalte dein Herz ein und lass den Geist Gottes zu dir reden. Lass dich versiegeln durch den Glauben. Nimm ihn an, prüfe dich, wo du bist. Ja, der Pharao will Israel nicht gehen lassen, so will der Teufel auch nicht, dass wir das überleben, dass wir gehen können. Der Teufel ist ganz darauf gezielt, uns zu verschlingen. Die dürfen nicht weg, die dürfen nicht entrückt werden. Die dürfen nicht weg. Wenn das Leib Christi jetzt geboren sein sollte, sollen wir den verschlingen. Der soll weg, es gibt kein Zeugnis mehr. In vielen Mordfällen, bei so Mafiabossen und so, werden die wichtigsten Zeugen sehr bewacht von der Polizei. Weil wenn sie nicht bewacht sind, werden sie getötet. Und auch so passiert, dass die wichtigsten Zeugen an mysteriöse Unfälle sterben. Wenn es keine Zeugen gibt, dann gibt es kein Urteil. Weil ohne Beweise kann man eine Tat nicht nachweisen. Aber Gott wird seine Beweise sicherstellen. Und wir sind ein Beweis. Du und ich. Jesus Christus hat uns erwählt. Und wir sollen dankbar sein dafür. Und in dieser Dankbarkeit sollen wir ihn anbeten, uns gegenseitig lieb haben. Und das Wort Gottes ernst nehmen. Hier war das Wort an Mose und an den Juden. Weil Mose hat es weitergeleitet an den Juden. Jesus hat das Wort an Paulus gegeben und Paulus hat es uns weitergeleitet. Und wenn du dieses Wort nicht ernst nimmst, dann hast du was verpasst. Ich wünsche euch, dass Gott wirklich alle segnet und vorbereitet fürs Sein kommen. Es wird bald passieren. Seid stark und lasst euch nicht von Sorgen oder Gedanken, die Freude am Herrn wegzunehmen. Hart aus, gebt eure Hoffnung nicht auf.
Wenn du auch in Leib und dein Wille sehr schwach ist, ist dein Gott stark. Vertraue auf ihn. Beten, lesen und wieder beten und wieder lesen. Das soll dein Leben erfüllen. Und das, was Gott versprochen hat, wird er auch tun bei dir, bei mir und bei jedem Einzelnen. Es wird kein Verderben in dein Haupt sein. Kein Verderben. Und du hast das ewige Leben an Seiten deines Herrn Jesus Christus.